Liebe Trader, das neue TraderFox Trading Desk kann ab sofort unter desk.traderfox.com getestet werden. Ich werde es heute vorstellen und ich werde auf die neuen Funktionen eingehen, in die wir jetzt sehr viel Zeit gesteckt haben und investiert haben. Und ich bin mir sicher, es wird euch sehr gut gefallen. Was steckt hinter dem TraderFox Trading Desk? Warum haben wir das gebaut? Es entsprang ja der Gründervision von TraderFox. Es war unser Ziel, dass wir auf TraderFox.com ein Trading Desk bereitstellen wollen, wo man die Realtime-Kurse zu allen wichtigen Aktien und Märkten kostenlos bereitstellen kann. Jetzt werdet ihr einwenden, warum denn so ein Ziel? Es gibt doch überall kostenlose Realtime-Kurse. Ja, das ist heutzutage richtig, aber nicht in dem gleichen Funktionsumfang wie auf TraderFox. Wir haben zum Beispiel Originalkurse von Nasdaq und NYSE nun auf TraderFox.com auf unserem Trading Desk integriert. Und das ist eine absolute Seltenheit am deutschsprachigen Markt oder für solche Trading Terminal Lösungen. Und damals, als wir TraderFox gegründet haben, 2008, da gab es Realtime-Kurse im Gratis Online-Segment eigentlich gar nicht. Als ich Trader war, als ich angefangen hatte 1998, musste ich erst einmal 100 D-Mark investieren, um Realtime-Kurse zu bekommen. Vorher konnte man mit dem Traden gar nicht anfangen. Und das hatte mich damals so genervt, dass man so viel Geld investieren musste, um einfach Kursinformationen zu bekommen, dass ich gesagt habe, wir müssen eine Firma bauen, wir stellen das einfach kostenlos bereit und wir versuchen das irgendwie zu organisieren. Und das haben wir im Laufe der Jahre ja immer besser hinbekommen und haben eine Trading Desk Plattform bereitgestellt, wo man die ganze Welt der Börse mittlerweile in Echtzeit erleben kann. So, und was ist die ganz große Neuerung, die wir neben dem Design quasi auf desk.traderfox.com durchgeführt haben? Wir haben unsere mächtige Backend-Screener-Technologie, die alles in Echtzeit berechnet. Und dafür ist TraderFox sehr führend. Wenn mich irgendjemand fragt, was kann TraderFox besser als alle anderen, dann sage ich, unsere Screener-Technologie, die ist unerreichbar. Weil wir haben eine Screener-Technologie, die alles parametrisierbar macht und alles in Echtzeit berechnet. Und die haben wir jetzt endlich direkt im Frontend unseres Trading Desks verfügbar gemacht. Und ich zeige nun, wie das funktioniert. Ich gehe auf desk.traderfox.com. Ihr könnt die Domain nun auch verwenden. Ihr könnt das testen. Geht einfach drauf, geht auf desk.traderfox.com und schickt uns auch gerne unser Feedback. Und ich gehe jetzt mal auf den Start-Desktop, auf den Standard-Desktop. Und hier oben in der Navigation, dort gibt es diesen rechts vom Screener diesen Pluspunkt. Und dieser Pluspunkt öffnet ein neues Screening-Modul. So, ich mache mal die anderen Fenster hier mal zu, damit man das gut verfolgen kann. So, hier. Und hier sind jetzt zahlreiche Scans hinterlegt. Ich habe schon einige hinzugefügt. Ich zeige mal zum Beispiel den Scan steigende Aktie mit steigendem Volumen. Hier findet man eine kurze Erklärung. Wir haben einen Volumenindikator und ja, wir haben einen Volumenindikator und wir setzen steigende Kurse voraus. Und diesen Screener wende ich jetzt mal an auf die 1000 volumenstärksten amerikanischen Aktien. Und jetzt hat unser Backend quasi diese Indikatoren in Echtzeit berechnet. Ich sehe bei Cadence Design, da hat der kurzfristige GD zeigt einen Volumenanstieg von 120% gegenüber dem langfristigen Volumen GD. Gucken wir uns das mal an. Hier, ich klicke auf Cadence Design drauf und da sieht man auch gestern diesen deutlichen Umsatzanstieg, der hier erkannt wurde. Wenn man Börsenplatz Nasdaq wählt, bekommt man das heutige Echtzeitvolumen auch mit angezeigt. So, Howmet Aerospace. Ich sehe sofort, Performance in den letzten 10 Tagen war 6%, Performance in den letzten 2 Tagen war 5%. Ich klicke drauf und dann sehe ich auch hier das steigende Handelsvolumen. Wenn ich das auf einen anderen Markt durchführen möchte, das Screening, dann wähle ich hier einfach diesen Markt direkt aus. Zum Beispiel Deutschland, alle Aktien mit einem Handelsvolumen von größer 1 Million. Und hier am deutschen Markt bekomme ich 2 Aktien angezeigt, die mit einer hohen Kurs- und Volumenaktivität auf sich aufmerksam machen.
In Optik, Handelsvolumen steigt stark an. Das stimmt also. Ich kann hier sehr schnell ein anderes Template wählen. Ich kann auch auf die Übersichtsseite gehen und die Beschreibungstexte nutzen. Jetzt wähle ich zum Beispiel Aktien mit einem Gap größer 6% in den letzten 10 Tagen, auch bei den 1000 volumenstärksten amerikanischen Aktien. Jetzt wird dieses Screening wieder im Hintergrund durchgeführt und hier werden jetzt mittlerweile über 100 Prozessorkerne angeworfen auf verschiedenen Serversystemen, die dann für eine schnellstmögliche Erledigung dieser Screening-Aufgabe quasi verwenden. Was die Screening-Technologie so besonders macht, ist auch, dass fundamentale Kennzahlen in Echtzeit berechnet werden. Das Kosten-Gewinn-Verhältnis. Das entsteht ja dadurch, dass der Gewinn je Aktie oder dass der Kurs geteilt wird durch den Gewinn je Aktie. Und der Kurs ändert sich ja sekündlich. Und darum ist das wirkliche KGV, wenn es größere Kursbewegungen gibt, ja auch immer anders. Und unsere Technologie kann das in Echtzeit berechnen. Jetzt habe ich hier nach Gap-Ups gescreent und hier sehe ich zum Beispiel, vor 0 Tagen gab es ein Gap-Up bei Analog Devices, also quasi heute. Vor 4 Tagen gab es ein Gap-Up bei MGM Resource. Vor 7 Tagen gab es ein Gap-Up größer 6% bei Live Storage. Und man sieht, das ist ein super Screener, um Pivotal Points zu finden. Man bekommt hier die entsprechenden Screenings angezeigt. Und manchmal sehen die Dinge für Außenstehende so einfach aus, aber das hat uns wirklich sehr viel technische Feinarbeit gekostet im Hintergrund, diese starken Serverstrukturen bereitzustellen. Weil es mag immer ganz einfach klingen, dass man in der heutigen Welt von Docker, dass man Berechnungsprozesse komplett parallelisieren kann. In der Praxis ist das aber nicht so einfach, weil man überall quasi auf Flaschenhälse stößt, die eine Skalierbarkeit verhindern. Bei uns ist zum Beispiel das Problem, dass ja immer die aktuellen Daten aus einer Datenbank gelesen werden müssen. Und jetzt nehmen wir an, hier auf dem Trading Desk nutzen jetzt 500 Trader diesen Screener gleichzeitig. Dann fordern 500 Trader, fordern auf dem Server die Rechenkapazität an. Und der Server muss dann auch auf die Datenbank zugreifen, um diese ganzen Informationen für diese 500 Screening-Prozesse aus der Datenbank zu holen. Und irgendwann muss zwischen den Servern so viele Daten hin und her bewegt werden, dass man irgendwann an die Grenzen der Skalierbarkeit kommt. Mit solchen Problemen haben wir zu kämpfen. Da ist übrigens auch interessant eine Aktie, in die ich investiert habe wegen dem künstlichen Intelligenzboom, Rambus. Rambus, die helfen genau da dabei, solche Probleme zu lösen. Und wir können diese Probleme wirklich eins zu eins nachvollziehen. Hier Rambus, die machen genau das. Rambus makes industry-leading chips and IP that advance data center connectivity and solve the bottleneck between memory and processing. Und genau mit solchen Sachen haben wir auch zu kämpfen, wenn zwischen dem Arbeitsspeicher und zwischen den Prozessoreinheiten, wenn da Gigabyte von Daten pro Sekunde hin und her bewegt werden müssen, dann haben wir auch mit solchen Dingen zu kämpfen. Aber das nur am Rande. Jetzt zeige ich mal, wie man diesen mächtigen Screener selber konfigurieren kann. Ich klicke hier oben drauf, eigene Screener konfigurieren. Ich logge mich jetzt hier ein. Genau. Und dann konfigurieren wir mal ein Screening selber. Und ich zeige, wie mächtig diese Technologie ist. Ich mache ein neues Screening und ich wähle als Börsenplatz mal die 1000 volumenstärksten amerikanischen Aktien, USA 1000 Volume. Dann gehe ich auf technisch. Ich sage jetzt mal, ich nehme den ADX-Indikator. Ich möchte ein ADX von über 10 haben, dass wir eine Art Trendverhalten haben. Ich möchte, hier gibt es so viel, was mache ich alles? So, ich nehme auch wieder meinen Volumenindikator und jetzt habe ich hier einen kurzfristigen Volumen-GD, den setze ich mal auf 10 Tage. Ich möchte in den 10 Tagen eine höhere Volumenaktivität haben als in den 100 Tagen davor und zwar um 50% höher. Wie die Indikatoren definiert sind, das bekommt man angezeigt, wenn man auf dieses Ausrufezeichen klickt.
Genau, jetzt habe ich hier Trend und Volumen. Ich mache mal ATX von 20. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Aktien gefunden werden. Ich klicke auf Scanne Aktien. Jetzt bekomme ich hier angezeigt, wie stark sich das reduziert. Volumen am Markt steigt gerade eh generell stark an. ATX kann ich etwas aggressiver wählen. ATX 40. Ich will ein ATX von über 40. So, jetzt bleibt noch 61 Aktien übrig. Ich wähle auch noch den Volumenindikator etwas aggressiver. Ich verlange einen 80-prozentigen Volumenanstieg. Okay, jetzt haben wir immerhin noch 46 Aktien. Noch ein bisschen aggressiver. ADX ist ja ein Trendindikator 7, das war wohl zu aggressiv. Mache ich mal 45. Probiere gerade einfach ein bisschen rum, damit wir. Hier, 19 Aktien, das passt doch gut. Jetzt speichere ich diesen Scan unter ADX and Volume. So, speichern. Ich speichere diesen Scan. Und jetzt gehe ich zurück auf mein Trading Desk, muss einmal hier aktualisieren, damit die neuen Daten reingeladen werden. Und jetzt kann ich diesen Screener hier abrufen. Ich öffne das Screener-Modul. Ich wähle hier ADX and Volume, Universe, 1000 Volumen stärkste amerikanische Aktien. Und jetzt wird dieser Screener durchgeführt. Und jetzt bekomme ich Aktien, die trenden, das zeigt mir der ADX an. Und ich bekomme hier das steigende Volumen angezeigt. Cirrus Logic wollen wir gerade kaufen für unser Growth Realgeld, für unsere Trading-Sektion. Growth and Tech haben wir bei 101 ein Limit platziert. Hier sehr starker Trend, sehr starkes Volumen. Nvidia genauso. Es bekommt man lauter Trenden der Aktien, wo der Trend von dem Volumen bestätigt wird, und zwar die letzten 20 Handelstage durch die letzten 100 Handelstage. Meta-Plattforms, hier alles Trenden der Aktien. Interessant ist beim ADX, dass dieser Indikator unabhängig ist von steigenden oder fallenden Kursen. Das heißt, der ADX, der besteht ja aus zwei Einzelelementen, die dann aufaddiert werden. Und das heißt, der nimmt hohe Trendwerte an, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen. Das heißt, ich kann damit Trends identifizieren, die von Volumen begleitet werden, egal ob sie nach oben oder egal, ob sie nach unten gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das noch ändern möchte und ich möchte nur Aktien haben, die an ihrem Hoch sind, dann kann ich jetzt zum Beispiel dann kann ich jetzt ein Performance-Kriterium noch hinzunehmen. Ich könnte sagen, ich habe eine Performance von größer 10% in den letzten 20 Perioden. Dann habe ich zum Beispiel ausgeschlossen, dass ich solche Aktien bekomme, die gerade im Abwärtstrend drin sind. Zumindest sie kurzfristig drin sind hier. Jetzt habe ich noch 13 Aktien und jetzt zeigen alle nach oben. Ja, safe. So funktioniert die Screener-Software. So. Ihr seht, ich habe hier gespeichert. Mein neuen Scan, und sofort haben wir jetzt hier auch hat sich haben sich hier die Kriterien aktualisiert. Darin seht ihr, dass wir alles in Echtzeit berechnen. Wenn man hier habe ich gespeichert, hier habe ich auf Run geklickt und dann wird das in Echtzeit durchgeführt. C3.ai habe ich gestern bin ich jetzt auch aufgesprungen gestern in diese KI-Aktie. Ich bin voll überzeugt vom KI-Trend. Das ist kein Hype. Das wird uns noch lange begleiten. Wir werden hier sehr, sehr starke Trends sehen. Okay. Diese mächtige Screener-Technologie steht auf desk.traderfox.com bereit. Dann, was wir als Agenda haben für das restliche Jahr, ist der Zero-Euro-Trade-Button, dass wir den mit unseren starken Partnern bei immer mehr Derivaten verfügbar machen. Und zwar, es handelt sich hier bei diesen Dingen um keine Aktionen, wie man sie ja von anderen Banken und Brokern kennt, sondern es handelt sich um eine dauerhafte
gebührenfreie Handelslösung. Den 0-Euro-Trade-Button, wir haben das, wir sind Technologiepartner von Börse Stuttgart, von Easy Euwax. Und der erste Broker, der angeschlossen ist und der erste Emittent, das sind Morgan Stanley und Comdirect. Und jetzt kann man hier dauerhaft zum Beispiel Comdirect und Morgan Stanley Produkte, hier kann man gebührenfrei handeln. Das werden wir im Verlauf des Jahres für immer mehr und mehr Derivate verfügbar machen. Und dann können Sie quasi nahezu alle Derivate, Optionen, Scheine-Hebel-Produkte über unser Trading Desk gratis handeln. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Dann haben wir unseren Informer überarbeitet. Er zeigt jetzt Aktien an mit auffälliger Kurs- und Nachrichtenaktivität. Das wird automatisch gescreent und automatisch aktualisiert. Und wir haben das so gemacht. Jeder kennt das ja vermutlich, wenn man hat das Trading Desk mitlaufen, man hat es auf einem seitlichen Monitor platziert und dann bekommt man es, und dann bekommt man rechts unten den Informer angezeigt, wirft einen Blick da drauf. Und hier sehe ich dann Aktien mit auffälliger Kurs- und Nachrichtenaktivität. Und hier kann ich die Übersicht öffnen. Da werden alle Aktien gescreent, die quasi eine Kombination von Kurssteigerungen haben und hoher Nachrichtenaktivität. Ja, und da kann man sich dann sofort informieren, was es gerade Interessantes am Markt gibt. Wo ist Bewegung? Wo gibt es Nachrichtenaktivität? Und somit hat man die interessanten Aktien automatisch im Blick. Dann haben wir unsere Realtime-Box deutlich überarbeitet und haben uns endlich zunutze gemacht, dass wir ja die Echtzeitkurse von Nasdaq und NYSE bei uns auf TraderFox.com implementiert haben. Warum hat das kaum ein anderes Portal? Warum bekommt man das nicht gratis auf anderen Trading-Terminals? Ja, das ist ganz einfach. Die Lizenzgebühren kosten einen hohen fünfstelligen Betrag pro Monat und das kann sich darum da draußen kaum jemand leisten. Und darum gehören wir zu den ganz, ganz wenigen Anbietern in Deutschland, die gratis Realtime-Kurse von Nasdaq und NYSE bereitstellen. Was man hier jetzt machen kann, wir haben dieses Segment eingeführt, das den vorbörslichen Handel kenntlich macht, den regulären Handel und den nachbörslichen Handel. Und was ich noch vermisst habe, ist nachbörslich eine Möglichkeit, dass ich hier meine Aktien eingeben kann, die zum Beispiel Zahlen melden, Nasdaq, Alphabet, ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele, Adobe, hier Börsenplatz Nasdaq und dann kann ich zum Beispiel nachbörslich sofort die Aktivität beobachten, was sich nach 22 Uhr im nachbörslichen Handel tut. Und genauso sollte man mit diesen Boxen arbeiten. Man kann sie sich hier zurechtlegen, auch dem Trading-Desktop und dann kann man nachbörslich zum Beispiel verfolgen, was sich hier tut. Man kann aber auch einfach Echtzeitkurse verfolgen. Wenn ich denke, ich kann Microsoft es kaufen, klicke ich hier auf Hebel drauf, bekomme ich die passenden Hebelprodukte angezeigt und ich kann sofort die Ordermaske öffnen. Ich kann auch direkt in den Trade reinspringen. Gut, da haben wir sehr viel Zeit reingesteckt und es sind jetzt die Trading-Chancen von unseren Head-Tradern, laufen hier jetzt auch rein. Morgen machen wir das in die Hauptnavigation. Heute ist es noch aktuell bei hier drin unter diesen weiteren Tools, Trading-Chancen hier. Und da sieht man quasi aus dem Katapult-Programm, aus Aktien und Fire, unsere Trading-Sektion werden jetzt noch dazu geschaltet. Da sieht man diese Trading-Ideen, wir nennen das Trading-Chancen-Modul. Man kann schauen, was unsere Head-Trader gerade machen und dann kann man sich entscheiden, ob man das auch machen möchte. Wenn man es auch machen möchte, klickt man hier auf Order aufgeben drauf und dann ist man sofort beim Broker in der Ordermaske. Ich denke, das ist eine tolle Sache und ich bin mir sicher, viele werden das Trading Desk auch dann so nutzen. Sie werden dann abends schauen oder mittags mal schauen, wenn sie Zeit haben, was haben denn die Trader so gehandelt. Und wenn sie was Interessantes entdeckt haben, dann kann man sich dieser Idee dann zum Beispiel anschließen. Hier, ich lese immer, was der Jörg macht. Hier, er hat bei Dürr eine schöne Breakout-Situation quasi erkannt. Das sieht auch super aus. Und dann kann man sagen, okay, das setze ich auch um, Order aufgeben. Man muss sich einmal einloggen, dann ist man mit Session Time den ganzen Tag drin. Und dann kann man dem zum Beispiel folgen.
Die wichtigsten Elemente, die ein Trader benötigt, sind aus meiner Sicht gerade diese Dinge. Signalticker und Screener. Signalticker und Screener, das ist am allerwichtigsten. Hier mit dem Signalticker kann man auch direkt unseren Trader Wingman öffnen, der dann quasi reinlädt und wo man einen Signalticker hat, den man sich konfigurieren kann. Signalticker und Scans, das sind die wichtigsten Elemente, die man als Trader hat, um auf interessante Sachen aufmerksam zu werden. Ich zeige jetzt, hier habe ich zum Beispiel neues 52-Wochen-Hoch mit hoher Performance. Kann ich mir auch anzeigen lassen. Und es wird dann übrigens auch hier werden die Änderungen der Treffermenge getrackt. Wir haben hier ein Realtime-Tracking und dann sehe ich, was sich in der Treffermenge geändert hat, welche Aktien rein rausgefallen sind, welche Aktien reingefallen sind. Was habe ich noch hinterlegt? Ich habe einen Screener für Bollinger-Bänder hinterlegt. Rebound-Stocks unterhalb der Bollinger-Bänder. Schauen wir mal, was da gefunden wird. Welche Aktien notieren aktuell unterhalb der Bollinger-Bänder? Sind nicht zu viele, aber einige. Hier zum Beispiel Sabre unterhalb der Bollinger-Bänder. Hat unser Screen auch in Echtzeit erkannt. Ja, liebe Trader, das ist das neue Trading Desk. Vom Design rund erneuert. Unsere Echtzeit-Screener-Technologie steht zur Verfügung. Die Echtzeitkurse von Nasdaq und NYSE sind perfekt integriert und wir haben den Euro-Trade-Button hinzugefügt. Auch den Explorer haben wir deutlich aufgeräumt, wo man Zugriff hat zu Listen-Templates und immer sofort die wichtigsten Trends. Hier ChatGPT-Profiteure ist gerade am angesagtesten. Das ist unser Research, das auch immer redaktionell aktualisiert wird. Ich kaufe eigentlich alles, was einen direkten Bezug hat zum künstlichen Intelligenz Megatrend. Ich habe Supermicro-Computer, habe ich im Depot. Hier Supermicro hatte ich auch im Webinar am Ende des Jahres als potenziellen Vervielfacher-Kandidaten vorgestellt. Dann gab es jetzt hier diese Short-Attacke und die Leute waren sehr gemein zu mir, auch in den Kommentaren bei YouTube und so weiter. Ja, ich finde es immer ein bisschen albern, gell? Wenn man etwas vorstellt und ich gebe ja keine Empfehlungen, ich stelle eine Aktie vor und dann sagen alle, schreiben alle, ah, der hat ja keine Ahnung, dummes Research, alles voll bescheuert, hahaha, fällt, dann freuen sich die Leute auch noch. Ach, das ist einfach eine. Die Menschen sind komisch. Genau, Pure Storage habe ich drin, Shutterstock habe ich drin, habe ich mir gekauft. Die haben ja als erste ChatGPT in ihre Stock-Datenbank integriert und haben dadurch jetzt einen Wettbewerbsvorteil. C3.ai, Microsoft ist beteiligt, Microsoft ist Kooperationspartner. Die wollen quasi für jede Firma eine Art Raumschiff Enterprise Board Computer bauen. Das sind extrem spannende Dinge. Und natürlich, ich bin auch long bei Pure Network, das ist aktuell vielleicht sogar mein Top-Favorit. Das ist ja ein Technologie-Werbepartner von Microsoft für die Suchmaschine Bing. Und wenn sich bei Bing der Marktanteil um 1% erhöht, dann steigt das Werbevolumen um schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar. Und hier verdient Pure Network direkt mit. Also wir haben hier ein sehr intensives Coverage rund um die künstliche Intelligenzrevolution. So, probiert es aus auf desk.traderfox.com. Ich stelle diesen Link hier auch noch bereit, desk.traderfox.com. Und ja, probiert es aus. Habt ihr jetzt noch konkrete Fragen oder Anmerkungen? Kannst du mal einen anderen Desktop auswählen? Bei mir funktioniert das nicht. Ja klar, mache ich hier. Desktop, USA. Hier klappt doch. Ich bin im Firefox Long. Wechseln zwischen den Desktops klappt. Habe ich jetzt kein Problem. Genau, die beiden Desks sind kompatibel. Sie werden jetzt auch anfangs auch parallel betrieben. Wir schalten aber die neuen Funktionen jetzt auf desk.traderfox.com nach und nach online. Ach so, ja, sorry, es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Aber das alte Desk wird weiter betrieben. Wer will, kann schon das neue nutzen. Das ist jetzt dauerhaft erreichbar unter desk.traderfox.com. Bei den Zero Trades entstehen doch auch Kosten. Wer trägt die?
Nee, bei Derivaten ist ja das Angenehme, man handelt ja zu den genau gleichen Geld- und Briefkursen, wie wenn man Gebühren bezahlen würde. Wenn ich jetzt über die Comdirect einen anderen Emittenten handle, oder wenn ich dieses Morgan Stanley-Produkt über einen anderen Emittenten handle, was weiß ich, wie zum Beispiel Consors, bezahle ich ja hier genau den gleichen Bit und genau den gleichen Ask. Also ich habe hier wirklich einen realen Vorteil. Warum? Der Broker wird bezahlt von dem Emittenten. Warum bezahlt der Emittent Geld dafür, dass der Broker seine Produkte für den gebührenfreien Handel freischaltet? Weil die Emittenten, die haben in diesen Produkten natürlich Finanzierungskosten. Ich zeige das mal. Citi, gehe ich auf Foreign Markets. Hoffen, dass das öffnet, dann kann ich die Finanzierungskosten anzeigen. So ein derivatives Produkt hat Finanzierungskosten, die liegen aktuell bei vermutlich ungefähr 4% pro Jahr. Das heißt, wenn ich ein Derivat halte und sich der Kurs über ein Jahr nicht bewegt, dann bezahle ich am Ende vom Jahr diese 4% Finanzierungskosten. Hier, aktuell ist das der Anpassungszinssatz bei diesem HVB-Produkt bei 5,1% pro Jahr. Das ist die Gebühr eines Derivats. Das sind die harten Kosten eines Derivats, wenn ich es für lange Zeit im Depot halte. 5,1% pro Jahr. Das heißt, darum haben für die Emittenten ist das ein Kreditgeschäft. Die haben am liebsten 10 Milliarden solcher Derivate auf ihren Büchern. Und dann verdienen Sie auf 10 Milliarden Euro diesen 5%igen Anpassungszinssatz. Und das ist der Grund, warum hier dieser gebührenfreie Handel möglich ist. Die Emittenten sagen, hey, Broker, stell unsere Produkte gebührenfrei bereit. Und bekommen wir viele Derivate aufs Buch, verdienen an diesem Anpassungszinssatz dann mit, je mehr Derivate wir auf dem Buch haben. Aber das ist ein Win-Win für alle Beteiligten. Ich als Trader habe hier für meine 3-Tages-Trades quasi 0 Euro Ordergebühren. Und ja, das ist einfach insgesamt eine gute Sache. Beachtet hier die Infos zu Easy Euwax. Das sind alle Details erwähnt. Bei Zero funktioniert der gebührenfreie Handel ab 500 Euro. Bei der Comdirect funktioniert der gebührenfreie Handel ab 1000 Euro Ordervolumen. So ist aktuell die Aufteilung. So, gibt es weitere Fragen? Die Anwendung an CapTrader. CapTrader ist ja gehört ja auch zu unseren Partnern. Ich kann sagen, technisch ist es erledigt. Interactive Brokers hat uns da die Anbindung ans Bankensystem zur Verfügung gestellt. Vertragstechnisch haben wir gestern nochmal einen neuen Entwurf vorgelegt, eine überarbeitete Version von unserem Anwalt. Und wir nähern uns der Zielgeraden. Wir haben mit CapTrader ja zusammen einen Stand auf der Invest. Und aktuell bin ich optimistisch, dass wir die Integration dann auf der Invest vorstellen können. Und dann kann man über unser Trading Desk an den Originalbörsenplätzen in Nasdaq und Amerika kann man dann über CapTrader auch direkt die Orders platzieren. Hier ist wichtig, ganz, ganz wichtig, wer diese Vorteile verwenden möchte, nutzt die TraderFox Broker Links, damit ihr auf TraderFox geflaggt werdet. Hier, ich stelle unsere Seite mal online, CapTrader da draufklicken, dann kommt man auf unsere Seite, wo man die TraderFox Edition, diesen Broker mit TraderFox Tag eröffnen kann, um dann die TraderFox Vorteile zu haben. Gut, gibt es noch weitere Fragen an mich? Daniel fragt, ob es einen TraderFox Affiliate Link gibt. Nein, einen Affiliate Link für TraderFox gibt es leider nicht. Die ganzen Banken haben das. Wir bei TraderFox haben das nicht. Es gibt auch einen Grund dafür. Der Grund ist, wir müssen ja bei jedem Abo die Datenanbieter mitbezahlen.
Also Datenanbieter ist so bei uns die größte Kostenstruktur. Und das heißt, wenn wir ein Abo verkaufen, geht erstmal über feste Verträge das Geld an die Datenanbieter. Und darum sind diese Affiliate-Links nicht profitabel. Da hat der Affiliate-Partner keine Freude daran. Wir haben keine Freude mehr daran. Darum gibt es hier keine Affiliate-Links, weil einfach die internen Kostenstrukturen, die an Datenanbieter anfallen, zu groß sind. Dieser vorgestellte Screener, ist denn nur mit der Bezahlversion nutzbar? Ja, diese Screener-Technologie, man benötigt die TraderFox-Börsensoftware dafür. Ich zeige auf unserer neuen Startseite, die ja auch dann auf TraderFox.com bald online gehen wird, home.traderfox.com. Dort ist unsere Produktübersicht dargestellt. Und genau, für die Nutzung der Screener-Technologie benötigt man das Abo-Paket TraderFox-Börsensoftware. Damit verdienen wir das Geld mit diesen Features. Echtzeit-Signaling, Echtzeit-Screening. Wer das nutzen möchte, der benötigt das Abo-Paket. Was ist, wenn man schon ein Konto bei CapTrader hat? Einfach die anschreiben, CapTrader anschreiben, sagen, man möchte die TraderFox-Vorteile nutzen und nach dem Passwort fragen. Und dann stellen die das eigentlich immer um. Okay, jetzt bekomme ich zwei Meldungen, dass es die Desks nicht wechselt. Das ist jetzt interessant. Zwei Meldungen. Klappt das bei euch? In welchem Browser seid ihr jetzt? Alle, wo das Deskwechsel nicht funktioniert, also gemeint ist, wenn man hier unten, oder nee, ist das gemeint? Nee. Wenn man hier unten die Desktops wechselt, funktioniert das bei euch? Google Chrome. Google Chrome tut das nicht. Okay. Okay, danke. Dann schauen wir uns das gleich an. Im Chrome funktioniert das Desktop-Wechsel nicht. Vielen, vielen Dank. Schön, das war es von meiner Seite. Ich wollte unser neues Trading-Desk vorstellen unter desk.traderfox.com. Das jetzt online ist, das jetzt nutzbar ist, das dort auch dauerhaft bleiben wird und das wir jetzt nach und nach erweitern mit den ganzen schönen neuen Funktionen, die wir uns ausgedacht haben. Wichtigste Neuerung, Screener-Technologie, mächtige Screener-Technologie ist jetzt auch hier verfügbar. Macht's gut, einen schönen Abend, bis bald.